Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ultra Street Fighter 4. Ja, und wie ihr natürlich schon im Titel lest, heute ist Ibuki die Hübsche dran. Ich habe mir auch schon ein Kostüm ausgesucht, was ich gerne mit ihr benutzen möchte, und zwar das Alternative 2. Das Alternative 1 wäre ein Schulmädchenkostüm, das Alternative 2 ist ein Straßenkostüm und das normale ist natürlich das, was ihr da gerade links seht. Aber das gefällt mir irgendwie nicht, weil ganz ehrlich, ich möchte das Gesicht von Ibuki sehen, weil ich habe es in der letzten Folge mal erwähnt, ich finde, sie ist ein sehr hübsches Mädel. Ganz einfach aus dem Grund möchte ich das haben und vor allen Dingen, mir gefällt das normale Aussehen von ihr nicht. Aber gucken wir erstmal hier rein. The only people out there are ghosts. This sucks. I mean, a girl only gets one chance at her youth. I have a right to get out there and meet cool guys. Hey, I've got an idea. I'll just make like I'm headed off to camp, but slip out and have a little fun. This is the best idea ever. Sarai? Yeah, listen, I'm gonna be late for camp. I'll meet up with you part way, though, okay? Cover for me, will ya? Yeah, just say whatever you think they'll want to hear. Please, Sarai. Awesome! I'll grab you a souvenir, okay? I promise. Look out, all you handsome guys! Here I come! Die ist vorher auf hübsche Jungs aus, das Mädel. Ja, okay, ich meine, irgendwann ist ein Mädel halt auch mal so weit, dass sie gerne mal mehr ein bisschen mit Jungs machen möchte. Ist halt einfach so. Ist, denke ich mal, menschlich. Und ich kämpfe direkt gegen Honda. Na, siehst du, ich hab's ja gesagt. Ich finde, sie ist ein selbstes Mädel auf jeden Fall. Mittlerweile so oft gesagt. Mittlerweile denkt ihr wahrscheinlich, ich bin nur das Mädel verknallt oder sowas. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, ich meinte das einfach nur so. Ich habe natürlich wieder mit ihr ein bisschen die Skills getestet, um nicht wie ein Vollnapp dazustehen. Sie hat ganz coole Skills, aber die Ultra oder die Super ist richtig, richtig schwer, weil die Super zum Beispiel musst du in der Luft machen. Aber ich habe dafür schon eine Möglichkeit gefunden. Ich werde einfach schräg springen. Ich werde einfach mal gucken, dass ich das hinkriege. Vielleicht werden wir die Super einmal sehen. Ich denke mal, die Super werden wir bestimmt mal sehen, aber ob sie trifft, ist eine andere Frage, weil die wirklich nicht so einfach ist. Und wie gesagt, ich finde das Kostüm von ihr, was sie jetzt hier hat, finde ich ganz cool. Besser als das normale auf jeden Fall, weil dieses Ninja-Kostüm, ich weiß auch nicht, das steht ja einfach nicht. Steht ja einfach nicht. Ach, schade, ich wollte eigentlich... Den wollte ich eigentlich machen, oder? Da habe ich den mal wieder vergeigt. Oh, lol. Okay. Das Geile ist, man kann auch in der Luft Shuriken werfen, Achtung. Haha, hingekriegt. Ich hab sogar, oh lol, ich hab das sogar aufgeladen gemacht. What the fuck? Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Macht nichts. Und sie hat verflixt lange Haare, findet ihr nicht? Alter Schwede, hat sie lange Haare. Hat die längsten Haare der Welt. Sie ist quasi der Sephiroth in Haaren. Der Sephiroth, der das längste Schwert der Welt hat. Ich weiß nicht, ob ihr Sephiroth kennt. Googelt es nach. Ja, ist quasi Buki, die Frau mit den längsten Haaren der Welt. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, die längste Frau der... Die längste Frau der Welt. Ja, die ist wahrscheinlich irgendwie über die 2 Meter hoch, natürlich. Nee, ich glaube, die Frau mit den längsten Haaren der Welt hat irgendwie was gehabt, um die 4 Meter langen Haare oder sowas. Das ist voll krass. Aber das, keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht bestätigen oder so. Bam. Lol, das wollte ich eigentlich nicht. Den wollte ich eigentlich machen. Dankeschön, Ibuki, dass du mir diesen Tritt doch mal gewährt hast. Danke sehr, meine Hübsche. Perfekt! Leute, der perfekt geschafft, das habe ich gar nicht bemerkt. Ja, sieht man mal. Sieht man mal wieder, es ist mal wieder eine Frau und sie liegt mir einfach mal wieder. Weil es ist einfach so, die Frauen sind einfach locker zu spielen, weil die halt einfach wirklich fix sind, die meisten. Nicht sowas wie Rufus hier. Mein, wie ich es ja mal nenne, mein Pendant im Street Fighter. Er ist blond, er ist dick, passt zu mir. Nur sein Bart gefällt mir nicht. Und, wie er rüberkommt irgendwie. Es ist irgendwie... Nee, aber egal. Jedenfalls sein... Ja, nicht sein Körper passt zu mir. Auf jeden Fall, er ist dick und er ist blond. Passt zu mir. So. Wenn du dich schon gehen lässt, dann aber auch richtig was. Boah, ist das mies, Junge. Alter, wenn du dich gehen lässt, dann aber richtig, ey. Nur weil der dick ist. Ey, das ist voll mies von Ibuki, ohne Spaß. Und warum hat Elena eigentlich immer nur so ein... Keine Ahnung, sie hat voll die Unterwäsche nur an.
Bitch! Ja, warte. Chris jetzt gleich auf jeden Fall. Wenn ich das da mal hinkriegen würde. Ich krieg's nicht hin. Oh nein. Egal, ich hab's nicht hingekriegt. Ich wollte wieder diesen Kick machen, nur macht sie ihn nicht. Okay, pass auf. Wir haben jetzt gerade fast kurz vor Super-Kombo. Ich mach jetzt mal voll, versuche ich mal die Super-Kombo. Ich denke mal, das dürfte ich jetzt gegen Elena in den zweiten Kampf locker hinkriegen. Mehr? Komm her, meine Süße. Okay, Achtung. Pass auf. Ah, stopp, warte. Ah, es ist echt nicht... Da! Ja, ich hab's hingekriegt. Sauber. Ich hab's sogar getroffen mit dem Ding. Es ist wirklich nicht leicht, Leute. Probiert's mal aus. Ihr müsst es im Flug, müsst ihr ganz schnell und links und die Viereck-Taste klicken. Oder X-Taste, je nachdem, welchen Controller ihr gerade spielt. Das ist echt nicht leicht, Leute. Versucht's mal. Ich finde, das ist schon Skill Level 2, würde ich fast sagen. Probieren wir es mal. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das wieder mit denen kriege jetzt. Warte. Na, nicht ganz. Ach, schade. Ja, ist egal. Krieg's nicht hin. Aber bevor ich das jetzt hier gar nicht schaffe mit der lieben Ibuki, würde ich sagen, machen wir das mal hier gerade. Okay, andere Seite. Ich mach einfach diesen Kick hier. Okay, das hat nicht gepasst. Mein einfach jetzt das. Komm, wir machen jetzt einfach das. Das zieht auf jeden Fall. Okay, andere Seite. Fix. Möchte das dann schon mit ihr schaffen. Ja, mittlerweile weiß ich es. Man muss halt, wenn das Auto so weit ist, muss man halt nach unten treten. Das schaffe ich nicht. Oh, das wird knapp. Ja, Alter, 4 Sekunden noch. Holy damage. Das Coole ist, ich weiß nicht, warum das nun bei ihr so ist, aber wenn ich mit Poison spiele, ist da hinten ein Kerl, der um sein Auto weint. Und nicht dieser Kerl da im Hintergrund, der Fotos macht. Voll komisch, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das ja das Auto von Poisons Freund. Oder von Poisons Ex-Freund wahrscheinlich wohl eher. Ach, der Schönling, den hat man in der letzten Folge. Und ich kann es immer noch bestätigen. Ich mag mega nicht. Tut mir leid. Warte. Oh, lol. Du kleiner, mieser Lutscher. Mieser, kleiner, fucking Lutscher. Ich habe meine Maske wieder angezogen. Ah, ich brauche das. Damit ich nicht im Gesicht gekratzt werden darf. Naja, wer es toll findet. Ah, aber es ist halt Vega, ne? Wollte ich gerade sagen, dann machst du den Tritt auch mal wieder. Okay, warte. Ah, okay, warte. Nochmal neu. Es ist echt... Jetzt habe ich geschafft, aber... Das ist wirklich super, super schwierig. Das ist nochmal. Und... Ah, lol. Du kleiner Wichser. Mieser kleiner Lutscher. Leute, ich krieg es irgendwie... Ich krieg es irgendwie nicht hin. Leute, ich werfe einen Schuriken, was eigentlich dieselbe Kombination ist. Lol. Okay, ja, geht's halt so. Schafft. Guck mal, wie sie in der Luft steht. Ziemlich cool. Yeah, Mann. Von und Mann. Sven, hör auf dir. Kann auch schlecht zu spielen. Mein Gott, immer wieder connect. Hat wahrscheinlich wieder seine üblichen Probleme. Leider hat der gute Mann leider ein paar Probleme mit seinem Rechner. Und leider funktioniert nicht immer bei ihm das Counter-Strike, was wir sehr gerne in letzter Zeit spielen, muss ich ja mal erwähnen. Wir spielen in letzter Zeit immer so gegen abends meistens immer so ein bisschen Counter-Strike. Und ich denke mal, ich werde dazu bald auch ein Video machen. Aber echt mal wieder Bock. Ich hätte echt mal Bock, ein Video dazu zu machen. Zu Counter-Strike. Pass auf, Achtung. Den kann man nämlich auch so machen.
Ach fuck, ich bin übergesprungen. Fuck. Danke, den wollte ich mich eigentlich machen. Warte, wir machen nochmal den. Oh nice. Sehr gut. Noch einmal ein Tritt von oben, der nach unten segelt, und dann warst du einmal Dudley. Ja, lieber Dudley, es war ja der erste Wunsch, den ich mal gekriegt habe in den Kommentaren. Und ich sage das jetzt auch gerne mal wieder, ich habe es lange nicht mehr erwähnt. Aber wenn ihr möchtet, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr meinen Charakter sehen wollt. Und einfach unten in die Videobeschreibung, da steht die Liste noch der aktuellsten Kämpfer drin, die ich noch nicht hatte. Wenn ihr einen kennt, den ihr gerne mal sehen würdet, ich werde das auch erwähnen, wer sich den gewünscht hat natürlich dann. Dann werde ich den gerne mal... Ich kriege irgendwie... Ah, lol, jetzt habe ich es hingekriegt, aber jetzt hat das geblockt, der Drecksack. Kann auch mal mit ihr das machen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich würde sagen... Schade, ich wollte eigentlich mit dem Shuriken beenden. Ah, schade, ich wollte mit dem Shuriken beenden. Schade, schade, schade. Ich würde sagen, das war's dann für dich. Was, mein Lieber? Was sagst du denn zu dem? Gucken, was sagst du zu ihm? Sorry, aber Ninjas machen sich ihre eigenen Regeln. Ach, okay, na dann, wenn du das meinst. Wenn das so sein soll, dann ist es halt so, ne? Wenn es so sein soll, dann ist es so. Genau, das ist die Weisheit des Tages. Wenn es so ist, dann ist es so. Okay, alles klar. Okay, komm her. Okay, wir machen das wieder wie in den letzten Parts. Ich habe ja mittlerweile ein bisschen gelernt, wie das Bonuslevel hier geht. Oh, scheiße. Ah, fuck, ey. Hab ich hingekriegt. Muss mich wieder mehr bewegen. Na, komm schon. Sehr gut. Come on. Bis jetzt habe ich fast jedes Fass erwischt, außer das eine da eben. Und das auch fast nicht. Aber das Geheimnis ist wirklich zu springen. Sehr gut. Fast alle gekriegt. Schade. Einzig bekommen. Schade. Ja, da ist sie ein bisschen enttäuscht. Mir fällt jetzt erst auf, dass sie Bauch freiträgt. Fippe jetzt erst auf. Mann, was habe ich für eine Aufmerksamkeitsspanne. Das finde ich mal, das auffällt. Oh, hallöchen. Rose, meine Liebe. Die habe ich auch mal angetestet. Die will ich auch bald zeigen. Die ist auch nicht so leicht. Aber die hat coole Kombinationen, finde ich. Also ich habe mit der mal ungefähr eine 20 Minuten oder so getestet. 20 Minuten bis Viertelstunde, wollte ich gerade sagen. Und ich muss sagen, die ist eigentlich auch ganz cool. Irgendwie so die Rose. Genau, den kriege ich nämlich auch mit der hin. Oder war es der? Aber keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich kann viel mit ihrem Schal auf jeden Fall. Ihr gelber Schal, den sie da trägt, ist ja quasi ihre Waffe. Bam, Junge! Schade, jetzt wollte eigentlich noch den anderen Kick machen. Hat nicht mehr ganz funktioniert, ist nicht schlimm. Ja, der Dino schmeißt da hinten jetzt gleich erstmal den armen Typen weg. Der Jurassic Park, was da hinten abläuft. Lol. Da wollte ich mich mal gerade am crazen. Ach, schade, hat nicht funktioniert. Der sollte nämlich eigentlich durchgehen. Ach, fuck. Shit, shit, shit. Bam, Junge. Ich irgendwie nicht die Schuriken hin. Ich wollte fünf oder sechs Mal mich jetzt rumgesprungen, habt ihr ja gesehen. Habe ich fünf oder sechs Mal versucht, die Schuriken zu werfen. Hat nicht geklappt. So, wer ist jetzt der Rivale? Ich bin mal gespannt. Wer ist wohl ihr Rivale? Vielleicht dieses andere Schulmädchen. Sakura, glaube ich. Das könnte vielleicht sein. Gucken wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist wohl der Rivale? Tatsächlich Sakura. Ich habe recht gehabt. Cool. Ich wusste es wirklich vorher nicht. Cool. Okay. Gucken wir mal. Bist du auch eine Kämpferin? Yeah. Why? Listen, if I beat you in a match, will you introduce me to some cool boys? That's kind of a weird request. Okay, I think I know just the guy. Really? Awesome! Cool, jetzt hätte eigentlich gepasst, wenn ich auch ein Schulmädchenkostüm gekämpft hätte. Hätte voll gut gepasst. Vielleicht besiegt mich Sakura sogar, dass ich das dann benutze. Kann ja sein. Aber die Chancen stehen eigentlich ganz gut für mich. Aber gucken wir erstmal. Erstmal gucken, wie... Oh, Sakura ist stark. Denselben Namen wie der weibliche Hauptcharakter aus Naruto. Ist ja auch Sakura. Lol. What the fuck. Okay, Achtung. Jetzt ist Zeit mal... Oh, Alter. Oh, der Alte, die schickt mir verdammt gut.
Das Geile ist ja, die ist ja wie Dingens, wie Ken und Ryo. Ah, das könnte knapp werden. Oh nein, ich habe doch die Aufladenattacke gemacht. Schade. Man kann ihren Slip sehen. Ja, schade, ich habe verloren. Das ist natürlich einerseits jetzt nicht schlecht, weil vielleicht kann ich dann doch das Kostüm wechseln. Einerseits natürlich doof für euch. Dann geht das Video noch mal ein bisschen länger. Ah, sie blockt es. Scheiße. Sie hat das auch geblockt. Sie hat alles geblockt. Oh, du kleines Miststück. Ja, nice, aber den hat sie nicht geblockt. Nice. Oh, oh, überspringen. Oh, Alter, hab ich Glück gehabt. Ich habe die Ultra, glaube ich, von ihr veredelt. Okay, ich muss mal gerade ganz kurz gucken, wie die Ultra geht. Ich habe das nämlich vorher nicht nachgeschaut. Wie geht die Ultra? Ah, okay. Okay, okay. Nur, oh, okay, ich probier's lieber nicht. Ich glaube, ich könnte deswegen dann verlieren. Nein! Das hat nur uns selbst getroffen. Ach, schade. Nein, 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 nein! Fuck, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere. Du miese kleine Bitch. Oh, Mann, Alter. Diese Shibuki, das ist quasi so, diese Shibuki, was sie macht, das ist dieses Drehen, was sie mir eben einmal in die Fresse gehauen hat. Das ist ja quasi wie das Shoryuken. Weil sie hat denselben Kampfstil wie Ryo. Oder wir kennen quasi denselben Kampfstil. Also der Kampfstil ist relativ ähnlich. Oh, schade, das hat sie geblockt. Ah, nein, kleine Bitch. Ja, sauber, das hat getroffen. Oh, ich hab einen Erfolg gekriegt. Wie geil ist das denn? Bam, 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 Junge. Da gibt's auf die Fräse. LOL. Nice one. Hatte das in derselben Sekunde noch ihre Ultra gemacht. Die kleine Bitch. Oh, oh, oh. Das könnte wirklich sehr böse... Oh nein, ich hab das vergeigt. Ich bin behindert. Oh, nein, 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 nein. No, shit, ey. Oh, fuck. Sie macht mich gerade richtig alle. Na, ich hab verloren. Nein. Aber das ist cool. Da kann ich das Kostüm wechseln. Oh, nö. Ach, das war jetzt dumm. Das war wirklich hart dumm, muss ich zugeben. Ich hätte den Kampf gewinnen können. Gebe ich zu. Probieren wir das nochmal. Ich wechsle mal das Kostüm jetzt. Wie gesagt, das wäre halt cool. Das sieht halt dann richtig gut aus. Zwei Schulmädchen kämpfen gegeneinander. Das ist ganz cool auf jeden Fall. So, natürlich Ibuki mit Alternative 1. Was nehmen wir da für eine Farbe? Nehmen wir mal, pass auf, ich würde gerne was Rotes haben. Oder ey, genau, schwarz. Wir nehmen schwarz. Mal gucken. Oh, wie schwarz ist. So. Komm, wir gehen in die Falle. Ibuki, gucken wir uns mal gerade ganz kurz die Cutscene an, jetzt mit dem Schulmädchen-Outfit. Würde mich mal interessieren, wie das jetzt so aussieht. Guck mal, als schwarz sieht sie gut aus. Oh, sorry. I wasn't paying attention. Are you ready? Oh, sieht aber cool aus, dieses schwarze Kostüm. Gefällt mir. Sehr gut. Jetzt gibt's erstmal richtig auf... Ami hier! Bam, 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 Junge! Oh, guck mal, jetzt mach ich sie voll fertig, Alter! Na, ich hätte sie fast perfekt geschafft! Ich hätte sie fast perfekt geschafft! Na, Alter, jetzt haut sie mir aber richtig in die Fresse! Was ist denn jetzt los? Jetzt, ich glaube echt, das hackt langsam. Alter, hat die mir in die Fresse gehauen gerade. Weil sie hat ja sogar schwarze Strümpfe an. Schade. Wieso sag ich jetzt schade bei schwarzen Strümpfen? Nee, egal. Jedenfalls, ich finde das cool irgendwie. So mit zwei Schuhmädchen, das ist ganz cool irgendwie. Hat was für sich. Bam, Junge, der hat getroffen. Bam, 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 Junge. In die Fresse. Nein. Nein, ich hab doch geblockt. Verstehst du nicht, wie der Computer das immer hinkriegt? Alter. Ich sollte nicht die Ultra probieren. Ich probiere gerade die Ultra zu machen. Ja, natürlich macht sie mir ein... Oh, Alter. Oh, sie blockt es natürlich. Ja, ich habe gewonnen. Oh, Alter, war das knapp. Also jetzt, ich hätte fast verloren, natürlich zum ersten Mal. Das meine ich mit knapp. Ja, cool, auf jeden Fall. Gewonnen. Win. Ich treffe nie coole Leute an meiner Schule. Tja, so ist es halt. Mit manchen Leuten ist das halt so. Da trifft man halt einfach keine coolen Leute an der Schule. Zed. Ihr habt ja mittlerweile gemerkt, denke ich mal. Ich schwur bei Zed immer vor, weil Zed ist immer dasselbe. Du bist echt weit gekommen. Ich finde das voll krass.
Nix da. Oh lol, Alter, das Block. Das kann man durchbrechen, die Scheiße. Das ist wohl echt ein Witz, oder? So, und Achtung, und dann gibst du mal den ins Gesicht und dann war's das für dich. Haha! Ibuki ist super. Ibuki ist echt gut. Ich mag Ibuki. Ist echt ein guter Kämpfer. Come on! Lol. Ja, natürlich macht er mir jetzt erstmal den in die Fresse. Dankeschön. Du miese kleine Funz. Ich bin noch nicht einmal getroffen. Doch, ich habe ihn getroffen. Nein, er... Kann nicht sein. Okay, warte mal gerade ganz kurz. Ich will noch mal ganz kurz, kurz gucken in der Ultra. Die war... Ach so, geht es auch? Nee. Doch. Lol. Okay. Nein, oh shit. Lol, ich habe es einfach geblockt. Ich bin so blöde. Ultra! Nein! Sie ging daneben. Ich hab's vergeigt. Oh, ich bin so behindert. Ich habe echt versucht, öfters wo du halt die unteren Tasten alle kicken musst. Von rechts nach unten nach links. Aber ich habe ganz übersehen oder ganz vergessen, dass sie auch eine andere Ultra noch hat. Ja, Achtung, jetzt versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es noch einmal mit ihr. Verdammt. Mach das jetzt erstmal so hier. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Aha! Der trifft aber irgendwie immer, muss man mal ehrlich sein, dieser Tritt trifft irgendwie immer. Ah, dieser Tritt leider auch irgendwie auch immer. So, komm. Och man, er springt einfach drüber. Kann auch wohl. Ich glaube, ich kann nicht gleich drüber springen. Nein, ich springe sogar noch rein. Oh ne, komm bitte. Ich habe keinen Bock, wieder gegen Z zu verlieren. Dankeschön. Das wäre jetzt echt wieder gewesen, wenn ich gegen Z wieder verloren hätte. Mann, Mann, Mann. Ja, cool. Das war auf jeden Fall die Buki. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand sie auf jeden Fall. Ich finde sie cool. Hübsches Mädel. Coole Kostüme auf jeden Fall. Ich mag die Buki. Auf jeden Fall. Gut, Cutscene. Ich will ein Anime komplett, einen kompletten Film in der Zeichenstil, Alter. Voll Naruto-Style. Looks like the morning meeting's already started. Oh, I guess it's time to put my ninja skills to work. So, that's the plan for today. Practicing throwing off pursuers, utilizing rivers, followed by nighttime drills without the aid of blades or explosives. You'll all need to check over your equipment first, and... Over there! Ah! Not again! Was soll ich dazu noch sagen? Okay. Ja, auf jeden Fall, das war Ibuki. Und ich will es echt nochmal sagen, ich wünsche mir einen kompletten Film in dem Stil, Alter. Ohne Spaß, es ist richtig... Ich liebe diesen Zeichenstil, ohne Scheiß. Ist echt genial. Naja, okay. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das nämlich für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei euch. Ich würde mich über freuen über eine Bewertung und einen Kommentar von euch, wenn ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Game over. Kombos, die sind einfach scheiße. Das sind so wieder, das sind wieder so Fingerbrecher. Ich weiß auch nicht, wo die Entwickler die wieder hergenommen haben, diese Tricks. Okay, pass auf. Wenn ich das mit Vega doch schaffe, ist es doch nicht so gay, wie ich immer sage. Pass auf, gucken wir mal. Wenn ich das auch hier schaffe mit Vega in der Zeit. Naja, fast geschafft. Ich habe gut was mitgekriegt. Also es waren fast alle. Ich habe, glaube ich, drei oder so nicht erwischt. Weißt du, wie Vega aussieht, Mann? Der sieht voll dämlich aus. Lol, geil. Ich bin gerade geduckt. Lol, hab ich trotzdem getroffen, der kleine Lutscher. Du miese Foot, ey. Mieser kleiner, dreckiger Heckenpenner.